Grüße euch. Und wieder mal ein Chinamesser und schon wieder ein Genso. Und zwar ist das das erste Genso, was ich mir damals gekauft habe. Und zwar, ja, das G720O. An dem O erkennt man schon, es ist orange. So, das Ganze G720. Keine große Überraschung für viele. Der Profi kennt sich aus. Man sieht sofort, das ist eigentlich ein Laienstil. SR1 oder SR2. Und von Benchmade haben sie das Access Lock geklaut. Also wir klauen uns das Design von Laienstil, geben ein Lock von Benchmade dazu und verkaufen es unter dem Namen Genso G720. Ist es trotzdem ein gutes, ein Wahnsinnsmesser. Ist, glaube ich, auch das erfolgreichste von Genso. Das ist ein ganz schöner Prügel. Liegt gut in der Hand. Scales sind, glaube ich, G10. So grooved. Sehr stylisch. Liegt aber echt gut in der Hand. Ist griffig. Klinge, ja, die ist schon recht breit. Da kann man schon fast ein Wildschwein damit aufschneiden. Ist auch recht, so auf den ersten Blick, was würde ich sagen, 4,5, 5 mm. Der Clip, der Taschenclip, kann mit einem speziellen oder mit der Hand, wenn es nicht festgeschraubt ist, abgeschraubt werden, kann auch versetzt werden auf die andere Seite für Rechts-Links-Träger, halt immer nur Tipp-Up. Ja, schauen wir mal wegen dem Gewicht. Das ist schon recht schwer. 210, 214 Gramm wiegt da. Der Brocken und die Länge. Schauen wir mal. Insgesamt sind wir da auf ungefähr 21 cm. Die Klinge hat ungefähr 9 cm, 9,5. Stahl ist ganz so typisch ein 440C. Und kommt auch schön angeschliffen daher, schön scharf. Recht symmetrisch ist der Anschliff. Das Access Lock funktioniert gut. Klinge steht absolut mittig. Wo ist die Kamera? Da. Hier hat es ein bisschen mit Gewalt kann man hier was bewegen, aber hier nicht. Das steht jetzt bombenfest. Ja, kann man sich blöd spielen. Wer sich blöd spielt, der verletzt sich auch. Bei dem Messer will ich aufpassen. Ist scharf genug, dass man sich aus Versehen mal ein ordentliches Cut verpasst. Ja, also wie gesagt, absolute Raubkopie in Wirklichkeit. Aber dadurch, dass die Elemente gemischt wurden, sind es nur Designanlehnungen. Das war's. Ganz so. G27. Oh. Tolles Messer für wenig Geld. Aber kauft natürlich das Original. Lion Steel. Tschö.